Tagen und 4 Stunden laufen wir am 3.4.2019 in La Graciosas Marina Caleta del Sebo glücklich ein. So früh im Jahr meinte der Atlantik es gut mit uns. Die Geschwindigkeit lag im Durchschnitt bei 5,35 Knoten und der Motor musste 36 Stunden den Wind ersetzen. Wir sind sehr zufrieden. La Graciosa, nicht zu verwechseln mit der gleichnamigen zweitkleinsten Insel der Azoren, ist die hellste Insel im Kanarenarchipel Chindio. Am wenigsten bekannt ist das kleine, viel Ruhe ausstrahlende Island hier im Norden Lanzarotes. Die Insulaner sind stolz darauf, dass sie aus Umweltschutzgründen keine asphaltierten Straßen anlegen lassen. Eine Inselrundfahrt mit einem der zahlreichen Geländewagen macht schnell klar, warum es wohl auch besser so ist, die Inselrundfahrt nicht mit dem eigenen PKW zu machen. Sind doch die staubigen Schotterpads extreme Marterstrecken für Fahrzeuge aller Art. Caleta del Sebo, 650 Einwohner, leben hauptsächlich vom Fischfang und natürlich vom Tourismus. Im Osten der Insel gibt es einen zweiten Ort namens Pedro Barba. Eigentlich ist es nur eine Ansammlung verschiedener Häuser, die meist nur in den Sommermonaten bewohnt werden. Weit ab vom Massentourismus der anderen Inseln genießt man hier die einsamen Strände und den Blick auf die grandiose Felswand gegenüber auf Lanzarote mit dem Aussichtspunkt Mirador del Rio. Halbstündlich verkehren die Fähren zwischen Caleta del Sebo, also La Graciosa, und Osola auf Lanzarote.
Sie bringen nicht nur die Tagestouristen auf die Insel, sondern auch alles, was an Gütern sonst noch benötigt wird. Die 3 Tage auf diesem ruhigen, wundervollen Island vergehen viel zu schnell. Unser Fazit: Die kleine Marina ist sehr zu empfehlen. Wenn man schon auf den Inseln ist, sollte man vielleicht vorher sich anmelden, da es in der Hauptsaison im Hafen eng werden kann. Außerdem benötigt man eine Erlaubnis, um in der Bucht 3 Kilometer neben Caleta del Sebo Anker zu können. Der Wetterbericht verspricht heute Nordwind 4 bis 5 Beaufort und eine Wellenhöhe von 2 bis 3 Metern. Nordwind bedeutet für uns Downwind. Nun, die 23 Seemeilen bis Arrecife sollten somit zur Rauschefahrt unter Genua werden. So, ihr Lieben, wir haben gerade abgelegt in La Graciosa und sind auf dem Weg nach Arrecife. Das Wetter ist durchwachsen. Es regnet gerade ein wenig. Und der Blick zurück sieht so aus. Auf der anderen Seite dieses Kanals ist die riesige Steilwand von Lanzarote. Mirador ist da oben ein großer Aussichtspunkt, den wir in den nächsten Wochen noch besuchen wollen. Als wir den Schutz der Inseln verlassen, empfängt uns der Atlantik mit einer langen, hohen Welle. Nur unter Genua, bei Wind aus 150 Grad, gleitet Mola Mola durch die aufgewühlte See. Wir spüren mal wieder die Kraft der Naturgewalten. Gleichzeitig sind wir begeistert, diese Kraft mit dem Segel zu nutzen. Mittlerweile fühlen wir, dass wir auf den Kanaren angekommen sind. 1984 waren wir einmal zum Tauchen auf Lanzarote. Würden wir etwas davon wiedererkennen? Nach 35 Jahren? Wir sind gespannt. Wenn es euch ähnlich geht, freut euch auf die Episode 27. Dann nehmen wir euch wieder mit auf unseren Exkursionen über die Insel der Feuerberge. Denkt bitte an einen Daumen hoch oder an einen schönen Kommentar. Besonders freuen wir uns natürlich über ein Abonnement. Eure Mola Molas.